Leute, der Magic-Krimi geht weiter. Olsen gegen Aggressor. Wie wird es ausgehen? Ich werde gewinnen. Meinst du? Ja. Ja? Ja. So, ich spiele weiterhin mit meinem schönen blau-roten, weiß ich auch nicht, Riesenkreaturen-Deck. Nein, es ist ein guter Mix in meinem Deck aus Kanzel, großen Kreaturen und kleinen Kreaturen. Also es ist echt ein gut gemixtes Deck. Nicht allzu krass. Was zockst du? Ich zocke das Theros-Deck. Ein blau-schwarzes. Hat mir davor die Runde nicht so viel Glück gebracht, weil ich nur fette Kreaturen gezogen habe. Und Olsen jedes Mal meine Kreaturen gecancelt hat, sobald ich sie rausgebracht habe. Und das hat mich sehr frustriert. Immer noch ein bisschen meckerig. Immer noch ein bisschen, deswegen muss ich jetzt einen kurzen Schluck gutes Jever-Pilsener trinken. Das hilft, habe ich gehört. Ich glaube, hier ist jemand angefressen. Mhm. Also, jetzt können wir erstmal wieder abheben. Hebt nicht zu hoch ab. Wer hoch fliegt, fällt tief. Ich falle generell tief. Ja. Aber Land ist immer weich. Wie ein Luftkissen. Boot. Mhm. Was vom Himmel fällt. 3. Okay, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist nur die Flow-Kopie? Ist die hier? Ist die da? Nein, die ist in Kanada. Neu er muss neu ziehen. Bah, ah, ah. Kann ja noch nicht werden, wenn er jetzt schon mal neu ziehen muss. Leider muss ich neu ziehen. Ich muss nicht neu ziehen. Ich habe voll die guten Karten gezogen. Voll die guten? Geil und so. Und immer. Und einfach nur Knorke. Mhm. Hast du gut die letzte Runde? Ich ziehe jetzt natürlich nur 6, weil ich ja Mulligan bin. Ja, du bist dann weiter am Wulli. So. Keine guten Kanzelsprüche dabei, da muss er um 9 ziehen. Jetzt darf er nur 4 ziehen, haben wir mal abgemacht. Beim dritten Mal dann auf. Nee. Von nur 4 ziehen haben wir jetzt. Neue Regel. Und, danach, und wenn er jetzt nochmal probiert umzutauschen, dann hat er dich einfach direkt verloren. Dann darf ich 4 ziehen. Ich darf bis 2 Karten ziehen. Das ist ja auch schwach. Das kannst du ja gar nicht mehr schaffen. Ich habe schon, ich hab schon mit 3 Karten gezockt in diesem Zeit. Ist natürlich schwieriger dann, ne? Aber ja, kann man so sagen, dass es schwieriger ist. Ja, muss ich spielen. Ching Chang Chong? Ching Chang Chong! Ching Chang Chong! Ching Chang Chong! Aha, ich hab gewonnen. So, und dann bringen wir doch erstmal den Sumpf raus. Und bringen nichts mehr raus. Obwohl, ist dran. Okay. Karte ziehen. Der alte Fleisch aus dem Finger darf eine Karte ziehen. Der alte Fleisch aus dem Ringer, da ist er. Du bist dran. Ich bin dran. Cool, jetzt sagen wir eine Karte ziehen. Richtig. Hey, wunderschön. Kann ich noch ein Wunderbärchen Sumpf spielen. Und doch schon die erste Karte nicht rausbringen. Nein, natürlich nicht. Da fehlt mir noch etwas. Natürlich nicht. Und dann ist jetzt auch wieder der Olsen dran. Olsen dran, yay! Das Megadeck. Schön, jetzt riecht richtig steil. Mhm. Steil und hart geht er. Du bist dran. Ich bin dran. Es geht ja nicht so schnell los, das Spiel. Nee. Ich denke, das lässt ein bisschen auf sich warten. Ich denke auch, aber dann wird es richtig knapp. Hey, noch ein Sumpf. Geht's richtig ab. Noch ein Sumpf. Schön. Immerhin schon beide Mana-Farben draußen. Das war das größte Problem. Wow. Ich habe ja zweimal nachgezogen, weil ich beide Mana-Farben auf der Hand hatte. Baby. Die ist alles kacke. Kacke. Du bist dran. Guck mal, das ist eine Fliege auf unserer Lampe. Fliege. Zieh dich! So, ich bin dran. Guck mal, die sitzt da schon wieder. Die denkt wirklich, das ist die Sonne. Das ist die Sonne. Schade, dass sie sich da nicht aufhält. Schade, dass nicht wirklich die Sonne ist. Obwohl, dann wäre ich jetzt auch schon ganz schön braun. Wahrscheinlich. So, du bist dran. Ich wäsche dir ganz gerne mal weg, so. Okay, das war jetzt nichts. So, zieh nochmal eine Karte. Hey, und ich hab...
Also es geht wirklich sehr langsam los, wie das Spiel. Das ist eigentlich nicht. Aber fehlt natürlich wieder was. Na? Schnubbelipups? Das ist alles irgendwie... Scheiße, du bist dran. Na, wie viele Karten hast du auf der Hand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerade so. Ja. Glück gehabt habe ich. Schade. Da achtet immer sehr stark drauf. So bin ich, so bin ich, so bin so ich. So ist er. Okay. Chip, 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 chip. Und chip. Alles getappt hier. Chip, 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 bon, chip. Der Ritter des Rechts. Chip, 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 bon, chip. Den Bösen geht es schlecht. Mit mir im jeden Fall. Was die noch tun? Ich hab keine Ahnung, wie der Text geht. Doch am Ende wird alles gut. Chip, 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 bon, chip. Der Ritter des Rechts. Der Diener des Wassers für vier Manner. Kreatur Elementarwesen. Bezahle 1. Der Diener des Wassers erhält plus 1, minus 1 bis zum Ende des Zuges. Das ist der Scheiß. Bezahle 1. Der Diener des Wassers erhält minus 1, plus 1 bis zum Ende des Zuges. 3, 4. Du bist. Bitte, bitte. Schnappi. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Muss ich nicht einen Kart abwerfen. Das ist hart. Karten abwerfen ist immer scheiße. Monster auf der Hand, die du nicht mit drei Mana spielen kannst oder nur mit drei Schwarzen. Ach, scheiße. Ich, weg. Ich habe jetzt abgeworfen Zukunftsaussicht, Hexerei. Schau dir die obersten drei Karten einer Bibliothek an, nimm eine davon auf deine Hand und lege den Rest auf deinen Friedhof. Ja, das ist geil, die Karte. Ja, das bringt mir nur leider nichts. Kein blaues Mana, ne? Genau. Also ich, meine erste Karte, ich hatte nur kein rotes Mana auf der Hand, deswegen habe ich gemulligt, ne? Hättest du auch machen sollen. Was? Ich mache. Ich hatte ja nur einen Farbe, ich hatte nur eine Mana-Farbe auf der Hand, deswegen habe ich abgeworfen in der ersten Runde. Ich hatte ja zwei. Ja, ich hatte drei Mana auf der Hand in der ersten Runde, also perfekt. Ich hatte nur kein rotes. So. Ja. Deswegen habe ich abgeworfen. Ja, wär schlau. So, ich bin. Mir fehlt ja das Scheinblau. Oder noch ein anderes, um irgendwas zu spielen. Dann habe ich ja nicht mehr das Problem. Ich kann ja theoretisch sogar schon was spielen. Willst du noch spielen? Nee, kann ich ja. Kann ich schon, aber es bringt mir nichts, die Karte. Dann ist die geil, aber ich jetzt spiele, dann ist halt wichtig, dass ich eine wechselnde Kreatur raus habe, damit ich die spiele. Aber. Okay, ich bin? Ja. Alter, hat mich jetzt die Mücke hier auch noch ins Gesicht gestochen, ey? Echt hier, ich hab auch noch die Mücke gestochen, ey. Voll in die Fresse. Voll auf den Stirnlappen hier. Auf den Stirnlappen. Mhm. Okay, wie viel Mana habe ich denn hier? Fünf. Hab mich schon zweimal Finger gestochen. Ich gieß da Wäsche, ey. Hier kommt der Steinschlagriese. Kreaturriese. Monstrum 3 für 8 Mana. Das heißt plus 3 plus 3, wenn ich 8 Mana bezahle. Wenn der Steinschlagriese monströs wird, können Kreaturen ohne Flugfähigkeit, die deine Gegner kontrollieren, diesen Zug nicht blocken. Okay. Wayne 5-4. Gut. Und ich greife an. Okay, dann krieg ich ja mit 3 Schaden. Mhm. Genau, 17. Mhm. Scheiße. So. Endlich. Ist er erlöst. Zu. Der Steinschlagriese geht ab. Ey, Olsen, du wirst es mir nicht glauben, ich kann schon wieder nichts spielen. Du kannst was spielen. Ja, habe ich jetzt auch gedacht. Das ist aber absolut scheiße, wenn ich das jetzt spiele. Es läuft schon wieder richtig gut. Ich habe nämlich auch richtig viele Kreaturen auf der Hand. Nämlich 0. Nice. Was du dir sagen darf. Schon eine schöne Sache auf jeden Fall. Hast du eine richtig gute Starthand gehabt? Ja, auf jeden Fall. Ohne Kreatur, ja, ohne blaues Mana. Richtig schön. So, du bist dran. Danke. Ja, ich ziehe auch nur Mana hier. Ja, das wäre schön, wenn ich mal ein blaues ziehen würde. Also, ich
wieso bringst du keine Kreatur draus? Ich habe hier die super tollste Zauber. Ja, wie denn? Du Wurst. So, ich greife jetzt an. Ja, ja. So, der Diener des Wassers. Der hinter dem Kopf. Den kriegt er noch. Dem gebe ich jetzt 1, 2, 3. Das heißt, der hat jetzt 6-1. Mhm. Krieg ich 11 Schaden. Ja. Und dann musst du noch tappen da. Oh. Was soll ich jetzt? Eben hattest du 17. Dann soll ich auch 6. Ja. Sorry. Was schon? Ich muss dich einfach mal ein bisschen auslachen. Ja, ich fühle mit dir innerlich. Das ist echt voll grausam, ist das, ne? Ja, ein bisschen. Nicht? Oh, fuck you. Wir sehen uns wieder in der nächsten Runde. Dieses grandiose Match muss man einfach festhalten für die Nachwelt. Also bis zum nächsten Mal.